Willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind dabei, die 5 Bergarbeiter zu retten, die wir retten sollen. Und wir werden angegriffen. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, hier brauche ich auf jeden Fall mal kurz wieder meinen Zauberstab, denn es stört die ja nur, wenn sie irgendwie brennen. Damit kann ich sie ein bisschen auf Distanz halten. Wow, das war knapp. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht so oft treffen, weil meine Energie beziehungsweise beziehungsweise meine nee, das ist nicht so gut. Meine Tränke gehen mir sonst langsam aber sicher aus. Und das wäre gar nicht so lustig. Nee, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber da haben wir einen Bergarbeiter. Da liegt auch noch irgendwas. Aber erstmal kümmern wir uns um den Bergarbeiter. Beim Mond! Woher kommen diese Gazellen? Ich... Was habe ich eben gesagt? Ah, habe ich ihn jetzt befreit? Gut. Der rennt zurück. Was haben wir hier? Ein Skelett, aber das bringt jetzt nichts. Weiter geht es in... Ja, wir gehen besser darum. Und laufen in einem Bogen. Und dann haben wir's. Ja, und wir schreiten der 50. Folge immer weiter entgegen. Und ich freue mich auf dieses kleine, aber feine Special. Ja, hier sind wir natürlich so doof dahergelaufen. Wo wir gar nicht her müssen. Ich verrate es aber immer noch nicht. Aber das werdet ihr sehen, da ist ein Weisheitsstein oder Wissensstein. Da müssen wir anhalten. Da steht übrigens nur Stein der... Ups! Was ist denn hier los? Was? Der hat meinen Gnom hier angegriffen. Schnell mit ihm reden, dass er in Sicherheit kommt. Reginald, was sollen wir nur tun? Das Haus brennt! Das Haus brennt! Was? Wo ist das? Bei meinem Bart. Wie bin ich so weit in die Wüste geraten? So. Boah, diese Viecher greifen immer die Gnome an. Das ist nicht so gut. So, reden wir erstmal hiermit. Unter ihren sanften Flügeln blühte das Land auf. Als das Leben in die verbrannte Weite zurückkehrte, krochen die Leute aus ihren Höhlen und sahen eine majestätische Silhouette, die sich am offenen Himmel abzeichnete. Sie lobten seiner und verehrten ihre Gestalt. Sie antwortete mit einem Krächzen, das noch immer im Wind nachhallt. Okidoki. Ach komm, über diese kleine Hübbelchen kommst du auch nicht drüber. Ja. So, das war's mit euch. Wo ist der nächste Gnom? Da ist er doch. Wohin wollt ihr mit meiner Picke, Halunke? Ich, nein. Wo bin ich? Ich schwöre, dass ich nie wieder detrianisches Bier trinke. Ja. Alles klar. Aber wir haben hier noch den nächsten direkt.
Schon mal zwei auf einen Schlag. Mir ist noch nie aufgefallen, wie nah der Boden am Himmel ist. Jetzt weiß ich es und werde es nie wieder vergessen. Moment, was habe ich gerade gesagt? Oh weh, ich muss fort. Ja, allerdings. So, einen noch. Hoffen wir, dass wir den noch retten können. Bei einem war es schon ziemlich knapp. Der wurde angegriffen von diesen Freaks, aber... Ja, komm, dich retten wir noch. Wenn nicht, verteidigen wir dich. Hier geblieben, Junge. Ich könnte schwören, dass hier eben noch ein See war. Was? Was ist geschehen? Was zum Donnerwetter ist das? So, nach Apule zurückkehren. Na klar, aber erstmal hier nochmal. Helios hörte den Ruf, blickte auf die Wüste und war verärgert. Sein mächtiges Werk war zerstört, mit Füßen getreten. Er rief Vrekor an seine Seite und flehte den Feuergott an, Seina vom Himmel zu holen. Vrekor willigte ein, doch da Seina zu stark war, bat er Helios, ihm auch sein Feuer zu leihen. Also gab Helios Vrekor die Flammen der Sonne. So, haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir natürlich ein ganzes Stück laufen und da kommen wir ja wahrscheinlich sowieso nochmal vorbei, weil wir ja da noch zwei Quests zu machen haben, nämlich Bergleute im Sand und Entführt. Die beiden sind auf der anderen Karte und dann haben wir der Großgeneral und mächtige Feinde. Mit Yus reden, mit Yoriel sprechen und hier Alunshir in Emaire treffen. Ah, okay, die ist ja woanders, oder? Schauen wir mal kurz. Müsste wieder hier raus sein. Ja, also die ist woanders. Da, wo... Ja, was heißt woanders? Die ist auf jeden Fall vielleicht gar nicht mal so weit weg, wie ich dachte. Ja. Dahin. Mächtige Feinde. So, die sind nämlich da, ganz unten. Ich habe gar keinen Schimmer, wie ich laufen muss, um dahin zu kommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir dahin. So, der flüchtet jetzt erstmal. So. Hä? Was war das? Nichts von Interesse. Wenn wir da oben lang gehen... Nee, da kommen wir auch nicht lang. Boah, jetzt wird's ein bisschen... heavy, das zu finden. Aber wir streifen einfach mal durch die Lande. Da oben hin müssen wir ja sowieso, weil Alunshir da oben ist, da geht ja auch die Story weiter. Deshalb würde ich sagen... Geht das schon in Ordnung? Oh, noch ein Wissensstein. Ja, Erfahrungspunkte, Wissen ist immer gut. Ein Feuer aus den Himmeln traf Seina und ihr Gefieder begann zu brennen. Sie flog hoch hinauf, um ihre Federn zu kühlen und stürzte hinab, um das Feuer zu löschen. Doch nichts verschaffte ihr Linderung. Sie wusste, sie war verloren und sog die Hitze der Sonne und den Geist des Feuers ein, ehe sie tot zu Boden fiel. Nun blieben nur ihre Knochen zurück, doch sie wird sich wieder erheben, wenn in den Brachlanden Leben bedroht wird. So, und dann haben wir das ganze Set in den Brachlanden schon gefunden. Oh, hoffentlich laufen wir jetzt hier in die richtige Richtung. Spinnen? Ach du Schande. Oh, eine fette Spinne. Sag einmal. Boah, was wollt ihr denn? Seid ihr bescheuert? Weg, weg, haut ab. Ah, ich hab geblockt, aber zu spät. Okay, wie vertragt ihr Elektrizität? Besser als Feuer anscheinend. Fürchterlich. Oh, 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 Heiltrank, das war gut. Greifen uns auf einmal irgendwelche Spinnen an. Ich glaube, ich spinne. Haha. Boah, der war flach. Nehmen wir auch noch mit.
Oh, Moment, was haben wir hier? Hä? Verborgenes Objekt. Aha. Hallo? Ist hier einer? Wohl nicht. Okay. Oh, Chakrams und ein Talisman. Jetzt muss ich mir kurz mal was angucken. Und zwar Waffen sekundär. Da haben wir diese Chakrams und diese. Dann würde ich sagen, die können erstmal zum Plunder. Aber ich mache das noch nicht kaputt. Weil können wir ja vielleicht noch verkaufen. Oh, da ist noch was. Oh, 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 oh. Sofort weghauen. Oh, jetzt wird's aber heftig hier. Und weg, und weg, und weg. Da ist schon wieder so ein Crew-Dog. Ah, nein, die Viecher. Heilige. Kommen immer aus dem Boden raus, die Viecher. Wir müssen uns stärkere Waffen kaufen, wenn wir sie nicht finden. Das steht auf jeden Fall fest. Aber wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Wir laufen da einen Bogen, aber ich glaube, wir schaffen das. Oh, nur das Vieh. Das geht. Boah, nee. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Ist echt nicht so einfach. Egal, weiter geht's. Ein bisschen kämpfen muss auch sein. Was sind das denn? Koboldschurken. Boah! Kann der weit werfen. Na kommt. Boah, der hat gesessen. So. Legt euch nicht mit mir an, verdammte Axt. Oh, hier gibt es eine Quest, die nehmen wir mit. Wir machen sie nicht, aber wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Ihr fragt euch sicher, was ein derart wohlhabender Prätorianer hier mitten in Staub und Gestrüpp zu suchen hat. Ich beseitige den Makel von meinem Namen und löse das Jotun-Problem. Eigentlich bist du mir ziemlich egal, ob du stinkreich bist oder nicht. Kriegsgeweihter. Ihre Festung ist kaum zu übersehen. Sie thront über meine Türe wie ein Ettin auf einem Knochenhaufen. Meine Türe? Ein großartiger Anblick. Aber es wimmelt von Jotun, Spinnen und sonstigem Korbzeug. Man könnte meinen, die Kriegsgeweihten hätten ihre verdammte Feste hier aus reiner Bösartigkeit errichtet. Orsinian Peige? Übersehen. Ignoriert. Sobald ich dieses Jotun-Problem gelöst habe, werden meine Prätorianer-Freunde ein anderes Lied anstimmen. Prätorianer. Ich stehe im Rang eines Dekanus. Das ist über den gewöhnlichen Truppen, in denen ich lange genug gedient habe, und unter dem Rang eines Centurio, der mir zusteht. Oh Mann, ich kann den irgendwie gar nicht ernst nehmen. Auch die zwei Ritter da nicht. Was ist das für ein Jotun-Problem? Der alte Ragnar ist gestorben. Und sein Nachfolger heizt die Glut des Krieges an. Aber er ist zu klug, um die Kriegsgeweihten offen zu provozieren.
Also greift er stattdessen Gnome an. Dabei wird es nicht bleiben. Ich habe einen Plan zur Lösung des Problems, aber ich brauche dafür jemanden mit Feingefühl und Mut. Ja, das hat er ja schon gesagt. Fragt doch die Kriegsgeweihen hier. Nein, nein, das mache ich schon. Die Beschreibung trifft auf mich zu. Ja, in der Tat. Erst brauchen wir neue und bessere Feinde für die Jotun. Geht in die Tränensplintmine südöstlich von hier und stehlt den dort lebenden Kobolden ihr Clan-Totem. Kommt dann zu mir zurück. Clan-Totem. Die Kobolde werden bis zum Tod kämpfen, um es zurückzuholen. Und was die Jotun angeht, nun, alles der Reihe nach. Jotun? Es gibt viel über sie zu sagen, aber nichts davon ist besonders freundlich. Hin und wieder hört man, sie hätten Wachen und Soldaten. Aber das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Tiere. Kobolde. Die Tränensplintmine ist voll von diesen kleinen Dieben. Wenn ihr mich fragt, sind sie noch schlimmer als die Jotun. Ragnar? Anscheinend hatte der alte Ragnar zumindest etwas Grips im Schädel. Er bewahrte ein gewitztes Gleichgewicht zwischen Scharmützeln und Aktionen gegen seine Nachbarn. Doch jetzt ist er tot und der neue Ragnar liebt den Krieg. Aber das wäre für alle von Nachteil. Tränensplintmine. Wir werden nie erfahren, ob die Mine wegen der Kobolde eingestürzt ist oder ob die Kobolde wegen des Einsturzes eingezogen sind. Jedenfalls gehört sie jetzt ihnen. Wo ist die Tränensplintmine, denkst du uns? Ja, wissen wir schon. Hier ist auch hübsch, oder? Das sieht ja mal auch richtig nice aus. Oh, ja. Oh, oh. Ein richtig schönes Schloss. Er brauchte nur einen Namen, der Baumeister. Wie der Wind oder der Blitz oder das Morgengrauen. Durch seine Anwesenheit begann ein neues Zeitalter. Die Könige des Südens erhoben sich. Sie waren die Herren der Wüstensee. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was da ist, aber da gehen wir auch nicht hin. Haha, nein. Wir verfolgen weiter unseren Weg. Und zwar, der führt hier entlang. Denn wir wollen in die Richtung der Story-Mission gehen. Das andere... Boah, nee. Da hab ich mich ja beinahe erschrocken. Hau ab. Hässlicher Freak. Mhm. Da werfen sie wieder. Oh, voll reingesprungen. Komm her. So. Noch lebt da noch einer? Ja klar, da hinten. Wir sind aufgestiegen. Das interessiert uns alles überhaupt nicht. Auch nicht. Schwesterkunde auch nicht. Nein, das ist uns alles egal. Wir setzen weiter auf Überzeugung, bis wir den Meister haben. Dann kümmern wir uns um was anderes. Raffinesse, da brauchen wir auf jeden Fall einen Punkt. Da sind wir fertig. Dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-du. Ah, okay. Machen wir das. Machen wir das einmal und hier können wir auch jetzt investieren. Setze Magie ein, um schnell einen Vergorter zu erschaffen, der an deiner Seite kämpft. Die Beschwörung hält 120 Sekunden an. Oder das, deine Magie verbindet Fleisch und Knochen, um deine Wunden zu heilen. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto mehr Leben wird wiederhergestellt. Ich glaube, das könnte mal ganz nützlich sein. Da investieren wir auf jeden Fall. Und zwar direkt 2 Punkte. Wir haben ja 4 Punkte gehabt. Aber Abenteurer bleibt bitte immer noch. Gefällt mir sehr gut.
So, Dille. Jetzt müssen wir daher, darunter. Okay. Ein Bogen nach rechts. Wir müssen einen weiten Weg laufen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben ja trotzdem... Das muss halt auch mal sein in so einem Rollenspiel, dass mal gelevelt wird. Und das ist ja wirklich auch die allererste Folge, wo wir jetzt wirklich... Oh. Naja, hätte ich mit rechnen müssen. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hau ab. Hau ab, Mann. Meine Güte. Leider kein Heiltrank. Schade. Aber macht nichts. Oh, da hinten ist noch ein Stein, den nehmen wir noch schnell mit. Blablabla. Ja, kommt bestimmt nochmal ein Vieh jetzt gleich. Gold nehmen wir auch immer mit. Und hier... Nee, da ist nichts Besonderes drin. So, das machen wir noch schnell. Zunächst schuf er den Fluss im Bogen der großen Schlangenschlucht. Als er dieser Arbeit müde wurde, wandte er sich den Klippen, den Dünen, den Tiefen zu. Was? Ach nein, ich habe angegriffen. Er brennt. Oh, haben wir uns geheilt. Alles klar. Schick, schick. So, weiter geht's. Obwohl, nein, das ist ja noch eine ganze Ecke. Das werde ich jetzt einfach machen. Das heißt, ich laufe jetzt bis zur Quest ungefähr. Außer es passiert irgendwas, dann bleibe ich stehen und muss abspeichern, damit ihr das nicht verpasst. Ansonsten erspare ich euch den Rest des Weges, das ist ja noch ein gutes Stück. Ich weiß auch nicht genau, wie weit wir da noch laufen müssen, ob wir noch irgendwelche langen Kurven laufen. Dann bedanke ich mich fürs So, nochmal ganz in Ruhe. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sag Rinjehauen, bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, es ist doch noch was passiert, und zwar habe ich gerade ein Dokument gefunden. Dokumente der Motus Bergbaugesellschaft, und die will ich euch nicht vorenthalten. Und dann habe ich noch was Kleines, das hänge ich einfach jetzt an der Folge hinten dran. Du musst ein merkwürdiges, augenscheinlich offizielles Dokument mit dem Siegel der Motus Bergbaugesellschaft, du hast natürlich, gefunden. Es könnte Geheimnisse über die Zeit enthalten, in der das Unternehmen in... Apotüre herrschte. Ja. Das haben wir jetzt mitgenommen und das brauchen wir vielleicht für eine Quest. Möglicherweise. Die Heroldrobe nehmen wir jetzt noch nicht mit. Und dann gehe ich nochmal zurück, jetzt wo ich gerade nochmal aufnehme. Denn ich habe ihn extra noch nicht angeklickt, weil ich das eigentlich auf dem Rückweg machen wollte. Und deswegen nicht neu aufnehmen. Aber durch das Dokument muss ich das. Und hier ist noch ein Apotyrestein. Die Klapperschlange war eine eitle und hässliche Kreatur. Sie kroch an dunklen Orten umher und mied die anderen Tiere der Wüste. Sie war einsam, zeigte es aber nicht. Eines Tages, als sie unter einem Stein saß und sich wünschte, glücklich zu sein, sah sie den Wegekuckuck vorbeirasen. »Warte«, rief sie dem Vogel zu. »Ich möchte dich um einen Gefallen bitten.« Okay, das war's. Ja, jetzt ist aber wirklich Schluss mit dieser Folge. Das musste ich aber noch hinten dranhängen, sonst hättet ihr das verpasst und das wollen wir ja nicht. Bis dahin. Jetzt aber wirklich Rinjehauen. Bis zum nächsten Mal.